Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen JFD Devisenradar am Montag, 11. Mai. Wir wollen uns den Markt anschauen und sehen hier, wenn wir auf die Heatmap gucken und uns die Pairs betrachten, dass der US-Dollar hier stark vorne rangiert, wenngleich einzig der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar sehr, sehr auffällig unterwegs ist, mit hier 0,4% Gewinn. US-Dollar in US-Dollar Schweizer Franken hingegen hier mit marginalen Aufschlägen bislang unterwegs, also nicht die große Performance bislang, aber der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der ist doch hier doch tatsächlich auch aufgrund anderer Zeitebenen, also nicht nur die Intraday- oder Tagesschwankungen, sehr, sehr interessant. Blicken wir daher mal auf den Wochenchart, auf das große Bild. Wir haben hier das eigentliche Hoch von 1,3064 unlängst knapp verfehlt. Wir sind hier im Widerstandsbereich um 1,28, ja, mehr oder weniger gescheitert. Da trete das Paar nach unten ab. Wir sehen es hier im Wochenchartintervall und es ging eben unlängst auch ein Stück weit tiefer zurück. Die Annahme, dass der US-Dollar hier vor einer temporären Schwächephase stehen könnte, wirkt sich natürlich auch auf dieses Devisenpaar aus, was in der Konsequenz eigentlich auch weiter fallende Preise hier symbolisiert, wie im Tageschart hier im Wochenchart dargestellt. Wir sehen grundsätzlich diese Abwärtstendenz, die präferiert wird, allerdings hier die Wochenkerzen der vergangenen zwei Wochen. Sie sehen hier diese Schattenwürfe nach unten. Man hat immer wieder gesehen, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier auf Kaufinteresse stieß sozusagen. Und das ist Grund genug, wenn man das auf die letzten zwei Wochen bezieht, hier mal eine Supportlinie in den Chart zu zeichnen, um mal abzuwägen, was jetzt hier denn nun angesagt ist. Denn rein technisch wäre hier eine Erholungsbewegung denkbar. Das heißt, wenn das Level hier verteidigt werden kann, geht es nicht nach unten in weiterer Annahme dessen, dass der US-Dollar eben doch noch Schwäche vollzieht. Es könnte sich hier vielmehr eben durchaus ein korrektiver Erholungsimpuls einstellen, der meiner Meinung nach aber wirklich nur korrektiv sein sollte. Es ist mit Blick auf die weiteren Tage-Wochen dann durchaus noch von einer zusätzlichen Schwäche auszugehen. Also wirklich nachhaltig scheint mir das nicht zu sein, aber wir haben hier im Bereich 1,1965, 1,1950 hier einen gewissen Support aufgebaut, der nicht von der Hand zu weisen ist. Schauen wir uns das mal im Tageschart nochmal an. Hier sehen wir das ein bisschen deutlicher. Hier war auch die Annahme, okay, dass wir hier unterhalb des kurzfristigen Widerstands 1,23, 1,2285 direkt weiter verlieren könnten. Das ist auch eingetreten. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, diesen Unterstützungsbereich. Dann können wir so ein Stück weit noch runterziehen im Sinne des Wochencharts, im Sinne der letzten Kerzen. Hier sehen Sie auch im Tageschart das Kaufinteresse jeweils, beziehungsweise hier die Bestätigung des Unterstützungsbereichs. Machen wir es rund bei 1,1970, hier im Tageschart noch besser zu definieren. Und dies ist der Bereich, wo das Währungspaar eben tatsächlich hier einen gewissen Stabilisierungseffekt erzeugen konnte. Jetzt haben wir natürlich die Situation, US-Dollar Cut heute auch schon wieder positiv unterwegs mit bislang 56 Pips, ist noch nicht die Welt. Denn im Schnitt bewegt sich das Paar so um die 80, 90 Pips. Das heißt, hier kann auf jeden Fall noch was kommen am heutigen Tag. Kurzfristig gesehen haben wir aber den Abwärtstrend, der sich hier einzeichnen lässt. Aktuell unter Beschuss und jetzt wird es eben wichtig sein, dass wir hier auch drüber rauslaufen. Wenn das Währungspaar jetzt schafft, hier nach oben rauszuziehen auf Tagesbasis über die aktuellen Levels, also insbesondere ein Preisverhältnis über 1,21, wäre schon sehr, sehr konstruktiv, um hier tatsächlich mit Blick auf die nächsten Tage eine Erholung einzuleiten. Dann kommen wir jetzt mal hier auf diese Trendlinie, die ebenfalls verteidigt werden konnte. Diese rührt hierher seit September des letzten Jahres und das sieht man sehr schön, dass wir die verteidigt haben auf Tagesschlusspreisbasis. Und wenn die Bullen jetzt tatsächlich ihre Kraft fortsetzen könnten, also die Stabilisierung hier gewinnbringend abschließen, dann wäre hier eine technische Erholung bis mindestens 1,23 denkbar, bis zu diesem ersten Widerstandsbereich. Im Ausdehnungsfall scheinen mir dann hier diese Abwärtstrendlinie und das nächste Widerstandslevel bei 1,2385, 1,2390 interessant. Spätestens hier sehe ich jedoch das Ende der Aufwärtsbewegung, die rein korrektiv nach meiner Meinung einzuschätzen ist. Es dürfte dann hier weitere Tiefs geben. Interessant auch hier, dass wir diese Divergenz, die wir hier schon über Wochen, Monaten aufgebaut haben, jetzt auch nach oben durchbrechen könnten. Auch das spricht für eine mögliche technische Erholungsbewegung, die sie, wie gesagt, jetzt hier ihren Anfang nehmen könnte. Dazu muss es aber über 1,21 gehen, der heutige Tagesschluss. Und dann sehen wir hier durchaus ein Stück weit Perspektive. Gut, schauen wir mal, was hier noch ansteht im Stundenchartintervall. Da sehen wir, dass wir hier eben auch in dieser Art kleinen Doppelboden ausgebildet haben. Hier kurzfristig gesehen, jetzt können wir auch hier nochmal die Abwärtstrendlinie in den Chart ziehen, die wir hier im Tageschart schon hatten.
Hier oben beginnt vom 22.04. Und genau das haben wir hier mit dieser Trendlinie sozusagen vollzogen. Jetzt schauen wir mal. Das lässt sich nämlich auch sehr schön hier im Stundenchart einzeichnen. Und jetzt geht es buchstäblich um die Wurst. Das Währungspaar muss hier nach oben rausziehen. Gelingt dies, dann haben wir im Stundenchart, Tageschart und auf Wochenbasis eine gewisse Bestätigung für weiter steigende Preise. Kurzfristiges Widerstandslevel, kurzfristiger Widerstandsbereich. Dann hier schauen Sie sich das an, das ist sehr schön zu definieren mit den vergangenen Hochpunkten, mit den kleinen Impulskerzen. Und ein Stück weit runterziehen. So, hier haben wir es. 1,2185 etwa. Okay, das wäre hier das nächste kurzfristige Ziel. Geht es darüber hinaus, haben wir hier, wie gesagt, das Level von 1,23 als nächste Barriere. Und da sollte es sich dann doch ein Stück weit erschöpfen. Gehen wir hier nochmal einen kurzen Aufwärtstrend vom Tief vom 6.5. nach oben. Oder ziehen wir den besser gesagt hier nochmal in den Chart. Dann sehen wir jetzt hier sehr schön diese Aufwärtstrendlinienbewegung und diese lässt hier zumindest die Schlussfolgerung zu, dass, wenn das Währungspaar hier stärker zurückkommt und hier das Level von 1,21 nachhaltig unterschreitet, können wir uns auch hier an einem kleinen Horizontalsupport orientieren. Also unterhalb von 1,21 wird es schon wieder ein bisschen düster, ein bisschen dunkel für das Währungspaar, noch nicht dramatisch, aber dann wäre die Trendlinie hier zunächst, Sie sehen es auch, wir kommen gerade von den Tageshochen ein Stück weit zurück, dann wäre die Trendlinie bestätigt und wir hätten hier bei 1,20, bei Preisen unter 1,2070 durchaus die Gefahr, in Anführungszeichen, dass es hier nichts mit einer korrektiven Erholungsbewegung wird, sondern das Währungspaar, sprich der US-Dollar, auch unmittelbar zur weiteren Schwäche ansetzt. Bleibt spannend, liebe Zuschauer. Ich denke, US-Dollar, Kanadisch-Dollar ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das ein Stück weit darstellen, wie die aktuelle Situation einzuschätzen ist. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. 9:30 Uhr. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.